willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe mir jetzt hier gerade eine Tasse Grüntee gemacht und liege noch im Bett. Heute soll nämlich eigentlich ein produktiver Tag werden, aber andererseits möchte ich mir auch ein bisschen Zeit für mich nehmen und alles in Ruhe machen, ohne irgendwie Drama, was ist Drama, aber ohne mich irgendwie selber zu hetzen und irgendwie in Zeitdruck zu geraten, denn heute ist nämlich auch eigentlich Feiertag. Heute ist ja der 8. März und in Berlin ist das ja ein Feiertag, also der Weltfrauentag, und deswegen hat auch generell alles zu. Und deswegen möchte ich mir halt auch Zeit wirklich für mich nehmen und ja, wie gesagt, aber trotzdem heute produktiv sein. Ich habe jetzt, wie gesagt, mir erstmal einen grünen Tee gemacht und zum Frühstück esse ich jetzt hier so ein Hey Natural Bite. Bin ich mal sehr gespannt. Habe ich euch neulich ja schon gezeigt, dass ich mir die bestellt hatte. Und jetzt probiere ich den zum ersten Mal. Mal gucken, wie er mir schmeckt. Das wird auf jeden Fall jetzt erstmal mein Frühstück sein. Ich habe noch nicht so großen Hunger, dass ich mir jetzt irgendwie schon was Großes machen möchte. Wir haben es jetzt auch schon kurz nach 9:30. Ich bin aber auch schon ein bisschen länger wach. Schon meine Skincare gemacht, Haare gekämmt, sowas alles. Und sobald ich dann gefrühstückt habe, wie so meinen Tee ausgetrunken habe, werde ich mich dann an meine Aufgaben setzen und heute ein bisschen produktiv sein. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall eine Liste gemacht, habt ihr gesehen, mit den ganzen Sachen, die ich heute noch erledigen will, beziehungsweise auch diese Woche, und habe bis jetzt nach Prioritäten geordnet, also A, B, C. Was am wichtigsten ist für mich heute, oder was ich auf jeden Fall heute erledigen will, ist Zimmer aufräumen, Küche putzen, ich muss mit Wohnung noch saugen. Ich muss unbedingt mein Video heute fertig schneiden, damit ich es heute auch noch hochladen kann. Das wollte ich schon gestern machen oder vorgestern, habe es aber nicht geschafft. Dann muss ich mich um private E-Mails kümmern und ich muss auch noch ganz kurz arbeiten. Also eigentlich arbeite ich heute nicht, aber auf jeden Fall muss ich dann noch kurz trotzdem was erledigen. Priorität B ist bei mir Wäsche waschen, Pakete zurücksenden, da habe ich auch noch ein paar hier, die ich unbedingt machen muss. Dann muss ich mich um die ganzen E-Mails von mir kümmern, die influencermäßig sind, also mit Firmen und sowas. Dann wollte ich noch shooten mit Hannah. Sie braucht neue Bilder, ich brauche neue Bilder. Wir wissen noch nicht, ob wir es heute schaffen oder halt auch erst morgen. Mal sehen. Und ich möchte noch ein bisschen Sport machen. Und Priorität, also die Dinge, die, wenn Zeit dafür ist, heute oder morgen, ansonsten halt irgendwann die Woche, wenn ich es auch nicht die Woche schaffe, dann mal gucken, werden auf jeden Fall einmal Finanzen ordnen und Geschenke einpacken, da ich Ende der Woche nämlich zu meinem Papa fahre. Der hat nämlich Geburtstag und seine Freundin hatte neulich Geburtstag und da muss ich noch die Sachen mitbringen. So habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal einen guten Überblick, was ich überhaupt machen muss, und kann es auf jeden Fall erstmal einordnen, was am wichtigsten ist und wie es nicht läuft. Ich werde jetzt trotzdem, auch wenn Wäsche waschen bei Priorität B steht, werde ich es jetzt trotzdem einfach mal machen, weil es geht ganz schnell. Ich muss nämlich nur Handtücher waschen. Solange die in der Waschmaschine sind, kann ich ja schon andere Sachen machen und dann ist es auf jeden Fall auch erledigt. Aber es wäre jetzt so die... Also klar, ich hätte jetzt auch zu A schreiben können, ne? Aber es ist jetzt eine Sache, wenn ich es auch morgen oder übermorgen erst mache, dann ist jetzt auch kein Drama. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal meine Haare aus dem Gesicht binden, damit mir nichts ins Gesicht hängt. Ich weiß, ich habe irgendeinen Föhn. Und dann mache ich mir jetzt Musik an, beziehungsweise mal gucken, ob noch ein neuer Podcast online ist von den Leuten, die ich Podcast höre. Das mag ich übrigens am liebsten, Podcast hören oder Musik hören, während ich aufhöre, weil dann geht gefühlt die Zeit auch ganz schön rum. Soweit fertig. Also ihr seht, Bett ist gemacht, Müll bringe ich nachher noch raus. Hier ist auch alles ordentlich, auch mein ganzer Schminkbereich. Mein Schmuck habe ich mir auch mal wieder ordentlich gemacht. Meine Pommes sind jetzt im Ofen, bei mir gibt es halt nur ein schnelles Mittagessen oder ein einfaches, sagen wir so. Ich mache Pommes und ich habe noch Bratwürstchen da, die mache ich mir noch. Deswegen mache ich jetzt erstmal Mittagspause und danach geht es weiter mit meinen Aufgaben. Wir haben es mittlerweile auch schon. Okay, 11:30 haben wir es jetzt. Wow, ich dachte so, irgendwie wäre es schon später, aber ich habe auf jeden Fall echt Hunger. Da ich jetzt ja nicht wirklich gefrühstückt habe, kann ich jetzt auch schon mal 11:30 Mittag machen. So, ich werde mir jetzt als kleines Dessert oder als Nachtisch Pudding kochen. Darauf habe ich nämlich extrem Lust. Ich bin auch gerade noch ein bisschen am Arbeiten.
Das kann ich nämlich easy vom Handy aus erledigen. Deswegen passt es auch. Ich glaube, doch eins machen muss ich glaube noch am Laptop machen. Aber das kann ich auf jeden Fall dann jetzt noch gleich alles machen. Wir sind schon dabei. Und danach ist dann meine Mittagspause auch so richtig beendet. Also beendet im Sinne von, also eigentlich ist meine Mittagspause schon vorbei. Aber wenn ich den Pudding gegessen habe, dann fange ich an, meine ganzen E-Mails zu schreiben und die Küche zu putzen. So, ein kleines Update zu meinem heutigen Tag. Wir haben es mittlerweile schon nachmittags und ich bin ganz gut, glaube ich, in meinem Zeitplan. Also mein Video lädt gerade hoch. Ich habe es schon fertig geschnitten. Ich habe meine E-Mails heute schon gemacht. Wäsche ist aufgehangen. Es waren ja, wie gesagt, nur Handtücher. Ich werde jetzt auf jeden Fall in die Küche gehen, die Küche putzen und dort auch gleichzeitig noch ein paar andere Sachen machen. Ich muss meinen Kühlschrank ausleeren, dazu gucken, was da noch gut ist, weil ich morgen einkaufen gehe. Ich muss mein generelles Essensfach, was ich da habe, muss ich einmal durchgehen, einfach mal wieder einen Überblick zu haben. Was habe ich noch an Vorräten, was habe ich nicht, was ist schon abgelaufen, vielleicht irgendwie so. Das füge ich auf jeden Fall noch zu meiner Liste heute hinzu. Und ansonsten sieht meine Liste eigentlich so ganz gut aus. Danach will ich natürlich noch dann die Wohnung saugen. Das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe, es war aber auch Priorität B. Das Shooten mit Hannah, das haben wir gesagt, machen wir morgen. Wenn mir das jetzt irgendwie, glaube ich, doch zu stressig gewesen wäre, jetzt noch fertig zu machen und dann noch loszufahren, weil wir brauchen ja noch gutes Licht. Und da war ich so, nee, ich will mich nicht hetzen mit meinen Aufgaben. Deswegen machen wir es, wie gesagt, morgen. Sport mache ich heute eventuell noch heute Abend mit Philipp. Ja, die anderen Sachen, mal gucken, ob ich heute noch mache oder nicht. Aber hat ja auf jeden Fall auch keine Priorität. Also bin ich heute sehr gut durch meinen Tag durchgekommen und darauf bin ich, ja, zumindest schon mal ganz stolz. Kurz vor 17 Uhr und it's done. Ich bin fertig mit meinen Aufgaben. Heute Abend mache ich noch mit Philipp Sport und das war's dann. Auch, also klar, ein paar To-Do-Listen oder ein paar Punkte auf meiner To-Do-Liste sind noch nicht erledigt, aber es ist jetzt auch kein Drama, dass es nicht erledigt wurde. Das kann ich auch die Tage noch machen und ich will ja doch einfach nur entspannen, nichts mehr machen. Ich freue mich heute Abend nämlich zu kochen und ansonsten gucke ich jetzt einfach nur noch mal eine Serie und deswegen, ja, bin ich darüber gerade ganz glücklich. So, ich bin jetzt hier gerade am Kochen. Ich habe jetzt hier schon Knoblauch, Zwiebeln und Süßkartoffel drin und dann kommen jetzt hier noch gehackte Tomaten, Kichererbsen und Kokosmilch rein. Das Essen ist jetzt soweit, Reis kocht und ich habe jetzt nur ganz kurz den Abzug ausgemacht, damit ihr mich besser hört. Da kommt jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Spinat rein, dann lasse ich das nochmal kurz köcheln und dann ist es fertig. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich finde, es sieht eigentlich so ganz gut aus. Was sagt ihr? Ich bin stolz darauf, dass ich endlich mal selber gekocht habe. Ich wollte eben schon immer mal einen Curry selber machen und habe es irgendwie nie geschafft oder hatte auch nie Lust dazu. Jetzt habe ich es gemacht und wir machen direkt mal einen Taste-Test. Mal gucken, ob das gut ist. Ich glaube, es ist richtig heiß und ich werde mir safe den Mund verbrennen. Aber ja, schmeckt gut. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen mehr Curry ranmachen können und tatsächlich ein bisschen mehr Kokosnussmilch, damit es ein bisschen mehr danach schmeckt. Oder sagt man Kokosmilch? Ich weiß halt gar nicht. Curry habe ich einfach nur so wahlweise gemacht. Es sind zwar eigentlich 2 Teelöffel im Rezept, aber habe ich einfach so reingekippt. Von daher meine Schuld. Aber ich werde euch das Rezept auf jeden Fall in meine Infobox verlinken. Vielleicht habt ihr Lust, mal das nachzumachen. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen.